Warum fährt dieser Mann hier? Warum? Natürlich ein wunderbarer Blick. Dieses Objekt, das wird einfach vermisst. Heute geht's zur Baller League nach Köln. Ich wurde gestern Abend relativ spontan vom Kumpel angeschrieben, ob ich nicht Bock habe. Er hat Tickets übrig. Und da sage ich natürlich nicht nein. Jetzt werde ich gleich von zwei Kollegen abgeholt, mit denen es dann nach Köln geht. Und ich habe sehr, sehr Bock. Es wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Und ja, ich bin vor allem gespannt, was da abgeht, ne? Also ich habe viel gehört darüber. Und ich bin mal gespannt, was dann so in echt da los ist. Sind wir in Köln eigentlich schon? Nee, wir sind zu spät. Okay, Leute, kurzes Update. Ihr seht, die Familie ist jetzt hier erstmal. Wir sind noch nicht mal in Frankfurt, wir sind noch weiter weg von Köln. Wir fahren jetzt gleich los. Glaube ich jedenfalls, hoffe ich. Mhm. Und dann, ja, werden wir auf jeden Fall noch einen Abstecher machen zur Baller League, glaube ich, heißt es. Baller League. Und ja, dann die nächsten Tage vielleicht noch ein bisschen Köln-Content drehen, dies, das. Keine Ahnung, alles super spontan. Let's aber see. Auf jeden Fall haben wir eine geile Zeit. Und wir bleiben positiv, ne? Go, man. We are on the way. Wir haben es geschafft. Aber ich mache ein bisschen Sorgen bei der Fahrerin. Genau. Wir haben es geschafft. Dank dieser Fahrerin haben wir es geschafft. Super, super gemacht. Danke. Wir sind fast gestorben. Hey, what is this shit not happening, man? This shit is not working. Bruder, was machst du da? Hey, it's not working, man. Einfach mit LKW. I'm trying LKW. To change my clothes. Hinter den Ey, LKW. Mach mit Liebe. Mach mit Liebe. Mach mit Liebe. Okay, warte. Nein, du machst das zu hart. Erstmal. Das ist hart. Slow. So soll ich mit soft, Liebe? Soft. Oh! Also hier, wir haben links, rechts überall Motorsport. Wir warten hier an der Schlange. Man weiß nicht, ne? Ja, das machst du so gut. Jetzt werden wir auf jeden Fall schauen, ob wir reinkommen. Ich weiß nicht, ob man hier Ausweis braucht oder so oder irgendwelche. We'll see. Ballerik. Ich glaube, man hört mich gleich nicht mehr, aber hey, das ist ja kein Problem. Ich das hier an. Das ist ja eine Qualität. Oha, oha. Wie die ausrasten. Zu sechs. Was für eine Bude. Erneut. Von Philipp Simon. 3, 2, 1. Ey, wegen dem Bruder kann ich kein Konrad aufnehmen. Der dreht die ganze Zeit durch hier. Bruder, was ist das denn für ein Biest? Was ist das denn für eine Maschine? 5, 4, 3. Aber das ist krass professionell gemacht, muss ich ja schon sagen. Crazy. Hier gibt's einfach Fanclubs. Einfach Fanclubs. So 30, 40 Leute einfach Trikot mit Schal. Einfach crazy. Das ist jetzt hier der VIP-Bereich. Sehr, sehr schick gemacht. Hier hat man so verschiedene Areas, glaube ich, für die verschiedenen Teams. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber sehr, sehr cool gemacht. Hier ist ein bisschen Catering und sowas. Und hier natürlich ein wunderbarer Blick. One, just one. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber ich glaube, das ist die Afterparty. I need the glass. Oh, sorry. Yeah. That looks nice, man. Was das? Espresso Martini. Espresso. Oder? Ja. Wait. Aber wenn das kein Profi ist, weiß ich auch nicht. Das ist ein Profi. Oh my gosh, ladies and gentlemen. This is my first time trying this. Hope you're ready. Oh.
Aber ehrlich geil hier. Einfach nur cool. Wenn das mit dem Zeh nicht wäre, hätte ich hier richtig, richtig Bock zu kicken. Also richtig Bock. Weil die Stimmung vorhin war richtig, richtig, richtig gut. Und es sind hier auch richtig coole Leute dabei. Deswegen, das wäre schon echt cool. Das geht noch bis April. Also, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. So, the party never stops. Wir sind hier bei Benji, bei dem Bruder von Chiara. Und haben ja auch richtig süß gepennt. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an dich, ne? Sehr, sehr lieb. Danke an euch. Besten Gäste. Hey, leckeres Essen, man. Bist du wach? Ich krieg Energie. Rühreier. Vorhin, ne, ich hab mich so Knockout gefühlt, aber jetzt, ich fühle mich wieder voll Energie. Wir wissen noch gar nicht genau, wie es gleich genau weitergeht. Also, Chiara hat gleich ein Vorstellungsgespräch. Ja. Die ist auch schon nervös. Merken ihr schon, wie sie sich am Shaken, genau. Und dann geht's, glaube ich, gleich nach vielleicht Essen, Düsseldorf, dann vielleicht Köln, ich weiß nicht. Ja. Überlegen es uns noch. Wir haben gestern tatsächlich, also wir waren erst um 4 Uhr morgens waren wir erst durch da. Dann sind wir. Wir mussten die Adresse suchen. Crazy. Mit Hilfe von meinen Erinnerungen. Boah. Aber zum Glück wusste ich, dass sie ja in Seniorenheim war. Also, sie hatte einfach die Adresse von ihrem Bruder nicht gehabt irgendwie und. Aber sie wusste den Ort jedenfalls. Dann sind wir erstmal noch eine Stunde rübergefahren. Ich glaube, das heißt hier Dorsten. Und ja, dann sind wir hier im Ort sind wir eine halbe Stunde rumgefahren und haben irgendwelche Kirchen gesucht, irgendwelche Grundschulen. Breezy war auch komplett fertig. Ey, nur noch mit diesem Parken. Rückmessparken. Wow, diese Frau. Aber, yes. Jetzt ein paar Stunden gepennt. Auch wieder fix und fertig eigentlich. Bro, was sagst du zu gestern Abend? Ey, das war sehr crazy. Von allein, dass wir am Ende coole Leute kennengelernt haben, die richtig abgehen. Das Ding ist, es hat so angefangen. Oh, yeah. Und dann auf einmal so. We were there. Yeah. Crazy. Yeah. Breezy kennt einfach Mats Hummels nicht. Also, was soll ich dazu noch sagen? Leute, ey, schult mich mal ein hier in diesem Fußballwelt. Bro, aber das ist Nationalspieler. Seit 10 Jahren. Boah, das Video muss ruhig. So, neuer Tag. Wir haben tatsächlich wenig geschlafen. Aber es geht direkt weiter, weil wir sind jetzt hier in der Nähe von Düsseldorf. Wir fahren jetzt gleich in die City rein. Und dann drehen wir da ein bisschen Content. Und dann wahrscheinlich auch noch in Köln oder Essen. Hier ist ja einiges los in Nordrhein-Westfalen. Leute, und hier seht ihr, wie ein wahrer Künstler lebt. Er beherrscht das Chaos. Es ist für ihn kein Chaos. Warum fährt dieser Mann hier? Wo ist Fahrradweg eigentlich nicht hier? Düsseldorf, you know the vibe? Mhm. Lit. We going to the max. Dieser Spruch, geile City, coole Leute bisher. Wir haben hier ein G von Breezy. Look at this outfit. Go close up. Close up. Oh. Aber so ist das Breezy. Nicht Breezy, mach ich nur. Everything. Oh. The Vlog Life. Was machst du da? Flyer. Hast du 30k? Wie alt bist du? Ich bin 13. Und wenn man machst du? Wie? Aus dem Video? 10 Euro? Was? Wie 1 Euro? Ich bin überfordert. 30.000? Bro, warum hast du keine Beiträge, aber 30k? Er sagt normalen Content. Du bist Hacker, Content. Bruder. Bruder, zeig mir, was du machst. Normalen Content, da ist nichts. Zeig mal. I don't know what's going on, man, but Düsseldorf is crazy. Was machst du denn für Videos? Der ist gerade geworden, 30k. Was ist normal? Von mir. Bist du ein Influencer? Von dir. Ja, bist du 5, 6? Der ist 13. Ich schwör auf alles, der sieht so jung aus. Nein. Aber der ist 13. Nein. Du bist klein geblieben. Du bist 13, ehrlich? Der ist so älter als ich. Ich bin 11. Walla. Ey, ich bin so überfordert. Ich weiß gar nicht. Jungs, ey, seid cool drauf, ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bin so verwirrt gerade. Lass mal bitte gehen. Sehr gut. We out. Vlog ist vorbei in diesem Sinne. Vielleicht geht er morgen weiter, ich weiß es noch nicht. Aber Düsseldorf ist erstmal. Ciao.
Yeah. Ciao. Last interview, Partner. Yeah, man. Fresh as fuck. Look at this. Wow. Yeah. It's so cold, man. Okay, let's go home.